Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Bereich der Mathematik. Ich bespreche heute eine Gleichung mit binomischen Formeln und auch eine Probe der Berechnung ist dabei. Wir finden folgende Aufgabenstellung vor. Linke Seite, Klammer auf, 2x plus 3, Klammer zu, zum Quadrat. Und auf der rechten Seite finden wir vor, Klammer auf, 3x minus 4, Klammer zu, mal Klammer auf, 3x plus 4, Klammer zu, minus 5x hoch 2 plus 1. Die Grundmenge, das sind hier die ganzen Zahlen und das ist ja dann später wichtig, wenn wir die Lösungsmenge bestimmen sollen. In einem ersten Schritt kümmern wir uns um die binomischen Formeln, weil der eigentlich schwierigste Teil bei den binomischen Formeln, gerade wenn sie in eine Rechnung eingebunden sind, ist sie als solche zu erkennen. Wenn wir uns jetzt auf die linke Seite konzentrieren, dann sehen wir hier die erste binomische Formel, erkennbar an einer Klammer, die abgeschlossen wird mit einem hoch 2, also zum Quadrat, und das Mittelstück ist positiv. Dann finden wir auf der rechten Seite vor die dritte binomische Formel. Die dritte binomische Formel erkenne ich daran, dass sie aus zwei Klammern besteht, aus gleichen Elementen und aber unterschiedlichen Vorzeichen. Hier habe ich ein Minus und hier habe ich ein Plus. Und damit habe ich den ersten Schritt gemacht. Ich habe die binomischen Formeln identifiziert. Auf der rechten Seite finde ich die dritte binomische Formel vor und eben auf der linken Seite die erste binomische Formel. Damit können wir auch die Berechnung durchführen. Und zwar beginnen wir jetzt mit der Berechnung der ersten binomischen Formel auf der linken Seite 2x plus 3 in Klammer zum Quadrat. Das Ergebnis ist dreiteilig und wird folgendermaßen berechnet. Das erste Element wird quadriert, 2x mal 2x, das ergibt 4x hoch 2. Das Mittelstück der ersten binomischen Formel berechnen wir, indem wir die beiden Elemente miteinander multiplizieren und verdoppeln. 2x mal 3, das ergibt 6x und das Doppelte davon, das ist 12x. Und schließlich der dritte Teil erhalte ich, indem ich 3 quadriere, 3 zum Quadrat, das ergibt 9. Damit habe ich die erste binomische Formel berechnet. Das Ergebnis ist 4x zum Quadrat plus 12x plus 9. Wenden wir uns der Berechnung der dritten binomischen Formel zu. 3x minus 4 mal 3x plus 4. Hier ist die Berechnung einfacher, weil das Mittelstück entfällt. Ich kann die Berechnung so durchführen, dass ich jeweils die ersten Elemente mit der Klammer multipliziere und dann die jeweils zweiten Elemente mit der Klammer miteinander multipliziere. 3x mal 3x, das ergibt 9x zum Quadrat und minus 4 mal plus 4, das ergibt minus 16. Damit habe ich die dritte binomische Formel berechnet. Die Bestandteile, die keine binomische Formel enthalten, die schreibe ich einfach herunter. Das ist in diesem Fall minus 5x plus 1. Jetzt kommt ein wichtiger Schritt, ein wichtiger Zwischenschritt, bevor wir zu den eigentlichen Äquivalenzumformungen kommen, wobei das hier auch schon eine Äquivalenzumformung ist, aber hier geht es um die Elemente mit x hoch 2. Ich finde auf der linken Seite vor 4x hoch 2, auf der rechten Seite habe ich 9x hoch 2 und minus 5x hoch 2. Diese fasse ich in einem ersten Schritt zusammen. 4x hoch 2 bleibt mir auf der linken Seite erhalten, das ist nicht schwierig. Und auf der rechten Seite 9x zum Quadrat minus 5x Quadrat, das ergibt 4x zum Quadrat. Und dann sehen wir, dass wir auf beiden Seiten gleiche Werte haben, jeweils 4x zum Quadrat. Und das ist auf dieser Stufe der Mathematik wichtig, ein Hinweis, dass wir richtig gerechnet haben, weil wir müssen die hoch 2 Elemente eliminieren können. Die Berechnung von quadratischen Gleichungen erfolgt ja dann erst in der höheren Mathematik. Und das führt uns jetzt zu einem ersten Umformungsschritt, also zu einer ersten Äquivalenzumformung. Wir eliminieren das x hoch 2, 4x hoch 2 auf der linken Seite, 4x hoch 2 auf der
rechten Seite einfach zu eliminieren, indem wir einfach das Gegenteil bilden, minus 4x hoch 2, und das machen wir auf beiden Seiten, linke Seite und rechte Seite. Das Ergebnis ist beides mal das gleiche, das hoch 2 verschwindet und übrig bleiben die Elemente plus 12x plus 9 auf der linken Seite und minus 15 auf der rechten Seite. Wir haben jetzt also die Gleichung schon ziemlich vereinfacht. Der nächste Äquivalenzschritt ist, dass wir die Zahl neben dem x eliminieren. Und zwar, das ist hier plus 9, das steht neben dem plus 12x. Und minus 9 muss ich natürlich wieder auf beiden Seiten eliminieren. Und zwar habe ich hier auf der linken Seite plus 9 minus 9. Und auf der rechten Seite muss ich minus 9 auch eliminieren und erhalte dann folgende Ergebnisse. 12x bleibt, weil es ist ja keine Zahl, sondern hier ist eine Variable dabei. Plus 9 und minus 9 eliminieren sich, darum haben wir das Ganze gemacht. Und auf der rechten Seite fassen wir zusammen, minus 15 minus 9 ergibt minus 24. Schulden und Schulden ergeben noch mehr Schulden. Jetzt haben wir eine relativ einfache Gleichung schon, 12x minus 24 ist hier die Angabe. Und den letzten Schritt, den wir durchführen müssen, wir müssen durch die Zahl dividieren, die vor dem x steht, das ist 12, also wir dividieren durch 12. Und zwar mache ich das auf beiden Seiten. Ich dividiere durch 12, einmal auf der linken Seite durch 12 dividiert und einmal auf der rechten Seite durch 12 dividiert. Auf der linken Seite ist das Ergebnis x und auf der rechten Seite minus 24 dividiert durch 12 ergibt minus 2. Damit haben wir die Gleichung rechnungstechnisch abgeschlossen, das heißt, wir haben ein Ergebnis erzielt. Jetzt müssen wir aber noch schauen, ob dieses Ergebnis, das wir erzielt haben, auch zu einer Lösungsmenge führt. Und da brauchen wir jetzt eben die Grundmenge, die wir in der Angabe gegeben hatten. Das war die Grundmenge der ganzen Zahlen. Minus 2 gehört zu den ganzen Zahlen dazu. Deshalb ist die Lösungsmenge minus 2. Hätten wir jetzt zum Beispiel die Grundmenge der natürlichen Zahlen gehabt, dann wäre die Lösungsmenge eine leere Menge gewesen. Da sieht man, wie wichtig die Angabe der Grundmenge für die Bildung der Lösungsmenge ist. Also der errechnete Wert minus 2 ist hier Bestandteil der Grundmenge Z. Dann kommen wir noch zum rechnungsaufwendigsten Teil der Gleichung, und zwar die Probe. Die Probe ist immer meistens das anstrengendste an diesen ganzen Geschichten. Hier haben wir noch einmal die Grundangabe und wir ersetzen jetzt überall, wo wir ein x haben, das ist hier der Fall. Und hier habe ich ein x bei 3, das x jeweils mit minus 2. Ich muss das in eine Klammer setzen, weil ich ein negatives Ergebnis habe. Auch hier habe ich noch einmal ein x, das ich durch minus 2 ersetze. Und besonders aufpassen müssen wir hier bei 5 mal x hoch 2, weil hier wird ja dann das x bzw. der äquivalente Wert minus 2 dann noch quadriert. Dann fasse ich noch nicht zusammen, sondern ich multipliziere jeweils in den Klammern aus. 2 mal minus 2 ergibt minus 4. Ich verdeutliche das hier, indem ich auch das farbig markiere. 3 mal minus 2, das ergibt minus 6. Dann habe ich in der zweiten Klammer 3 mal minus 2 ergibt ebenfalls wieder 6. Und hier muss ich aufpassen, bei 5 mal minus 2 zum Quadrat, das ergibt eben plus 4. Das ergibt plus 4. Und jetzt kann ich in den Klammern zusammenfassen und den Rest berechnen. Ich fasse zusammen, minus 4 plus 3 ergibt minus 1. Ich habe 4 Schulden, ich habe 3 Guthaben, die Schulden sind größer, die Differenz ist 1, Ergebnis minus 1. Zweite Klammer, wo ich zusammenfasse, minus 6, ich könnte das ja auch farbig machen, dass es eindeutiger wird, was ich hier tue,
Also minus 4 plus 3, das ergibt minus 1. Das gleiche machen wir jetzt in der zweiten Klammer. Minus 6 und minus 4, das ergibt in diesem Fall minus 10. Schulden und Schulden ergeben noch mehr Schulden. In der zweiten Klammer habe ich 6 Schulden, 4 Guthaben. Die Schulden sind größer, die Differenz zwischen 6 und 4 ist 2. Deshalb habe ich hier minus 2, weil die Schulden überwiegen. Dann habe ich außerhalb der Klammer noch eine Multiplikation durchzuführen. Minus 5 mal 4, das ergibt minus 20. Das mache ich jetzt vielleicht in einer anderen Farbe, weil ich hier multipliziere. Minus 5 mal 4, das ergibt in diesem Fall minus 20. Plus 1 schreibe ich einfach herunter. Dann bin ich schon sehr weit fortgeschritten. Ich kann quadrieren, multiplizieren, zusammenfassen. Minus 1 zum Quadrat, das ergibt plus 1 auf der linken Seite. Auf der rechten Seite habe ich die Multiplikation durchzuführen, die ich jetzt auch rot einfärbe. Minus 10 mal minus 2. Schulden mal, also Minus mal Minus, so muss ich das hier rechnen. Minus mal Minus ergibt Plus und 10 mal 2, das ergibt plus 20. Ich erhalte in diesem Fall hier 20 als Ergebnis. Und minus 20, hier brauche ich das Rot jetzt nicht mehr. Minus 20 und plus 1, das fasse ich zusammen mit 20 Schulden, ein Guthaben, 19 Schulden bleiben übrig. Und jetzt bin ich praktisch am Ziel. Ich muss jetzt auf der rechten Seite noch plus 20 und minus 19 zusammenfassen. Die Differenz zwischen 20 und 19 ist 1. Hier überwiegt das Guthaben und auch das Ergebnis auf der rechten Seite ist plus 1. Und wenn ich bei der Probe auf beiden Seiten das gleiche Ergebnis habe, in diesem Fall hier ist es 1 zu 1, dann erhalte ich eine wahre Aussage. Das heißt, ich habe eine richtige Berechnung durchgeführt. Das war ein umfangreiches Beispiel, Schritt für Schritt dargestellt. Ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen mit dem Video. Und wenn Wünsche da sind, werde ich noch weitere Videos zu diesem Thema einstellen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.